Hier eine Aufgabe aus dem Bereich Wahrscheinlichkeiten. Eine Urne enthält 10 blaue Kugeln und 5 rote Kugeln. Mit welcher Wahrscheinlichkeit wird man nicht 2 rote Kugeln erhalten, wenn man 2 Kugeln nacheinander und ohne Zurücklegen zieht? Stellen wir zuerst diese Situation dar. Hier ist eine Urne, die enthält 10 blaue und 5 rote Kugeln. Hier ist der Startpunkt. Beim ersten Ziehen können wir eine blaue erhalten und dies mit der Wahrscheinlichkeit von 10 Fünfzehntel. Denn es sind 10 blaue Kugeln drin auf insgesamt 15 Kugeln. Diese Wahrscheinlichkeit ist also die Anzahl geeigneter Fälle, hier blau, geteilt durch die Anzahl möglicher Fälle. Oder bei der ersten Ziehung erhalten wir eine rote Kugel, dies mit der Wahrscheinlichkeit von 5 Fünfzehntel, denn es sind 5 rote Kugeln in der Urne auf insgesamt 15 Kugeln. Stellen wir uns jetzt vor, wir haben bei der ersten Ziehung eine blaue erhalten. Wir haben also eine blaue gezogen. Ab hier können wir bei der zweiten Ziehung wieder eine blaue ziehen und dies mit einer Wahrscheinlichkeit von 9 Vierzehntel, denn es sind noch 9 blaue Kugeln auf insgesamt 14 Kugeln in der Urne. Oder wir ziehen eine rote Kugel und dies mit der Wahrscheinlichkeit von 5 Vierzehntel. Anzahl geeigneter Fälle geteilt durch Anzahl möglicher Fälle. Stellen wir uns jetzt vor, bei der ersten Ziehung haben wir eine rote gezogen. Wir sind hier. Bei der zweiten Ziehung können wir dann entweder eine blaue ziehen und dies mit der Wahrscheinlichkeit von 10 Vierzehntel. Es sind noch 10 blaue drin auf insgesamt 14 Kugeln. Oder wir ziehen eine rote Kugel und dies mit der Wahrscheinlichkeit von 4 Vierzehntel. Nachdem wir also 2 Kugeln gezogen haben, können wir einen dieser 4 Fälle erhalten. Entweder in dieser Reihenfolge blau-blau oder blau-rot oder rot-blau oder rot-rot. Dieses blau-rot bedeutet, dass die erste gezogene Kugel blau ist und die zweite rot. Hingegen hier ist die erste gezogene Kugel rot und die zweite blau. Wir suchen die Wahrscheinlichkeit, dass wir nicht 2 rote erhalten, also suchen wir die Wahrscheinlichkeit von blau-blau plus die Wahrscheinlichkeit von blau-rot plus die Wahrscheinlichkeit von rot-blau, also so. Um die Wahrscheinlichkeit von blau-blau zu berechnen, multiplizieren wir vom Startpunkt aus die Wahrscheinlichkeiten längs des Baumdiagramms. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit von blau-blau ist gleich zu 10 Fünfzehntel mal 9 Vierzehntel. Die Wahrscheinlichkeit von blau-rot ist gleich zu 10 Fünfzehntel mal 5 Vierzehntel und die Wahrscheinlichkeit von rot-blau ist gleich zu 5 Fünfzehntel mal 10 Vierzehntel. So erhalten wir also diese Rechnung und diese Rechnung führt zu der Wahrscheinlichkeit von 19 Einundzwanzigstel. Man hätte diese Wahrscheinlichkeit auch anders rechnen können. Wir können auch sagen, die Wahrscheinlichkeit, nicht rot-rot zu erhalten, ist genau dasselbe wie 1 minus die Wahrscheinlichkeit, wohl rot-rot zu erhalten. Also brauchen wir von 1 nur die Wahrscheinlichkeit von diesem Ausfall abzuziehen. Und die Wahrscheinlichkeit von rot-rot, das ist 5 Fünfzehntel mal 4 Vierzehntel. Also so. Und diese Differenz ergibt ebenfalls 19 Einundzwanzigstel. Und die Übung ist schon beendet.